Heute kommen oft nicht mehr richtige Kameras, sondern nur noch Smartphones zum Einsatz, um besondere Momente festzuhalten. Kein Wunder, denn die Qualität der Smartphone-Kameras steigt stetig an. Um den Workflow zu vervollständigen und gleich die fertigen Ergebnisse zum Beispiel mit Freunden zu teilen oder sie posten zu können, macht es Sinn, die Fotos auch direkt auf dem Smartphone zu bearbeiten. Die aus meiner Sicht am besten dafür geeignete App stelle ich dir in diesem kompakten Tutorial aus dem Tutorial Center vor. Snapseed aus dem Hause Google. Die kostenlose und sowohl für Android als auch iOS verfügbare App lässt sich nicht nur einfach bedienen, sondern bietet auch Features, die teilweise professioneller Bildbearbeitungssoftware am PC Konkurrenz machen können. Hast du die App heruntergeladen und installiert, tippe zunächst in die große graue Fläche. Unter Umständen musst du den Zugriff auf deine Fotos zulassen und du kannst dann direkt das Bild auswählen, welches du bearbeiten willst. Direkt wird nun das Bild geladen und es öffnet sich eine Übersicht an Tools. Im Folgenden möchte ich dir meiner Tool-Highlights zeigen. Du solltest zunächst immer mit den Grundlagen beginnen, das heißt zum Beispiel die Feinabstimmung. Klickst du das Tool an, dann solltest du zwei Bewegungen kennen. Nach oben bzw. unten, also vertikal wischen, ermöglicht es dir den entsprechenden Wert, zum Beispiel Helligkeit auszuwählen. Horizontales Wischen bestimmt die Intensität des Effektes. In diesem Fall wische ich nach links, um das Bild zu verdunkeln und nach rechts, um es aufzuhellen. Diese Herangehensweise gilt für nahezu alle Bildtools. Je nachdem, ob du mit den Einstellungen zufrieden bist, kannst du sie mit dem Haken übernehmen oder mit dem Kreuz verwerfen und zum Toolmenü zurückkehren. Zusätzlich steht dir beim Zauberstab eine automatische Anpassung der Werte in diesem Tool zur Verfügung, welche bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. Für einen Vergleich, was die Änderungen bewirkt haben, halte das Symbol rechts oben gedrückt und bekomme eine Anzeige der Version des Bildes, bevor du die Änderungen durchgeführt hast. Profis können sich hier übrigens auch ein Histogramm einblenden lassen. In den Details kannst du dein Foto zum Beispiel nachschärfen und damit auch so manch unscharfes Foto wieder retten. Mit Zuschneiden kannst du deine Bilder zum Beispiel von einem Hoch- in ein Querformat bringen, die Abmessungen verändern, wenn du zum Beispiel aus einem 4:3 ein 16:9 Bild machen willst und natürlich durch Ziehen an den Ecken auch den Bildausschnitt festlegen. Drehungen und Spiegelungen lassen sich durch einfache Fingerbewegungen im Bereich Drehen anpassen und sehr cool finde ich auch den Bereich Perspektive, denn hier kannst du das Bild perspektivisch anpassen und dabei ganz neue Blickwinkel erzeugen. Doch was die App wirklich super macht, das ist zum Beispiel dann beim Verändern der Perspektive, dass entstehende schwarze Bereiche direkt mit dem Bildinhalt basierend auf den Randfarben gefüllt wird. Das sind wirklich professionelle Tools für eine kostenlose App. Auch hier können automatisch neue Perspektiven angewandt und sogar eine komplett freie Verzerrung durchgeführt werden. Die App setzt dir damit kaum Grenzen. Das Pinsel-Tool finde ich auch sehr interessant, denn damit kannst du unter anderem bestimmte Bereiche aufhellen oder abdunkeln und kannst so Highlights in Bildern herausheben oder auf einem Screenshot besonders wichtige Bereiche markieren. Die sogenannte selektive Anpassung ermöglicht es dir, im Bild Punkte zu setzen und im Umkreis um diese Punkte die Werte für Belichtung, Kontrast, Sättigung und weitere zu konfigurieren. Vignetten können dem Bild einen anderen Fokus verschaffen. Du kannst den Punkt, auf den sich die Vignette fokussiert, einfach anpassen und zeitgleich die Stärke der Vignette durch horizontales Wischen einstellen. Ich persönlich finde dezente Vignetten sehr gut, um Bilder zu veredeln. Im Bereich Kurven bekommst du die Luminanzkurve, mit welcher sich Höhen, Tiefen und Mitten unabhängig voneinander in ihrer Helligkeit konfigurieren lassen. Sehr schöne Textvorlagen stehen dir ebenfalls im Text-Tool zur Verfügung. Du kannst sie doppelt antippen, um deinen eigenen Text einzufügen, die Farbe zu ändern, die Deckkraft anzupassen und auch nachträglich noch den Stil wieder zu ändern. Es gibt nicht nur diese grundlegenden Bearbeitungstools, sondern auch noch kreativere Effekte, die vor allem den Bildstil verändern. Die Rede ist von Filtern, welche du etwas weiter unten findest. Der Fokuseffekt fügt nachträglich Unschärfe zu deinem Bild hinzu und kann ebenfalls feinjustiert werden. Vergiss hier nicht, dass du durch vertikales Wischen noch mehr Optionen zur Einstellung hast. Mit Farbkontrast kannst du überbelichtete oder zu dunkle Bilder teilweise noch richtig gut retten. Die weiteren Tools sind überwiegend ganz verschiedene Filter, die dein Foto wahlweise alt, glanzvoll oder wie aus einem bestimmten Film aussehen lassen können. Möchtest du deine Bilder einrahmen, dann nutze das Tool Rahmen und wähle aus der Liste deine Wunschumrandung aus, welche du in ihrer Größe anpassen kannst.
Die Doppelbelichtung ist dazu da, HDR-Bilder zu kombinieren. Ganz kurz, HDR steht für High Dynamic Range und vereinfacht bedeutet das, dass du ein und dasselbe Motiv, meist in drei verschiedenen Helligkeiten, aufnimmst, diese dann alle in die App lädst und wieder zu einem Bild kombinierst. Dadurch werden Bilder, in denen sehr helle und sehr dunkle Bereiche eng beieinander liegen, so angepasst, dass jede Fläche für sich ihre perfekte Helligkeit hat. Es wird also das Beste aus jedem Bild genommen und zu einem Bild kombiniert. Das macht zum Beispiel Aufnahmen gegen die Sonne oder aus einem Fenster in einem dunklen Raum weitaus einfacher. Last but not least stehen dir noch Gesichtsoptimierungen zur Verfügung, mit denen Gesichter geglättet, aufgehellt oder anderweitig optimiert werden können. Jederzeit kannst du über diesen Button den Änderungsverlauf einsehen und einzelne Aktionen rückgängig machen. In den Einstellungen der App kannst du neben der maximalen Bildgröße für besonders hochauflösende Fotos auch die Speicherqualität des Ergebnisses festlegen. Bist du mit der Bearbeitung zufrieden, klicke auf das Download-Symbol oben und wähle Speichern für einen schnellen Export aus. Nimmst du Exportieren, dann kannst du später noch die Parameter wieder ändern und mit Exportieren als kannst du den Speicherort festlegen. Das ist also Googles App Snapseed. Für mich persönlich die beste kostenlose Fotobearbeitungs-App auf dem Markt. Wie seht ihr das? Welche App nutzt ihr? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare und abonniert Tutorial Center für mehr kompakte Tutorials.